noch weiter weg von mir. Deswegen ist jetzt schon 18 Uhr. Obwohl die italienische Insel Elba nur knapp vor der toskanischen Festlandküste entfernt, heute hauptsächlich vom Tourismus lebt und nicht mehr vom Eisenerzabbau, Weinbau oder Landwirtschaft oder ähnliches, kann man trotzdem behaupten, dass Elba halbwegs ursprünglich geblieben ist. Das heißt, man sieht keine touristischen Verschandelungen, keine riesigen Ferienanlagen, wie sie andernorts an der Mittelmeerküste anzutreffen sind, sondern es gibt noch jede Menge, oder nicht jede Menge, aber einige schöne alte Bergdörfer und auch bunte Küstenstädtchen, wo es sich lohnt, für uns lohnt, in den Tagen, in denen wir hier auf Elba uns aufhalten, zum Segeln, ja, Streifzüge zu unternehmen, wie wir das heute hier gerade machen, in Rio Elba, später in Porto Azzurro und natürlich auch in der Inselhauptstadt Portoferrei. Besonders gut gefällt uns das Hafenstädtchen Porto Azzurro auf der Südseite der Insel Elba. Hier herrscht auch außerhalb der Touristik-Saison immer ein buntes Treiben, ein nettes Leben. Hier spielen viele Kinder, Einheimische auf dem großen Platz am Hafen, der mit hübschen, gut gepflegten Palmen umgeben ist. Und auch hier fühlen wir uns wohl, halten uns öfter hier auf. Hier gibt es schöne Eiscafés. Und das italienische Eis schmeckt hier auch noch richtig wunderbar. Die größte Stadt von Elba ist natürlich Elbas Hauptstadt, nämlich Portoferrei. Hier sticht der große, schöne, alte Hafen ins Auge. Hier bummeln wir rum, fotografieren, filmen, genießen das internationale Ambiente. Hier liegen Schiffe, Segelschiffe aus aller Welt. Hier gehen auch Kreuzfahrtschiffe vor Anker. Hier landen die Fähren, die zahlreichen Autofähren an, die vom Festland beinahe stündlich oder auch sogar in kürzeren Abständen, je nach Jahreszeit, anlanden. Und hier hat auch einst Napoleon, als er auf diese Insel hier verbannt wurde, residiert. Enttäuscht sind wir allerdings etwas von der Bausubstanz dieser Stadt im Innenstadt, im Altstadtbereich. Da sieht es nämlich reichlich vergammelt aus, da stinkt es nach Fäkalien. Da sind die Hauswände weder gepflegt noch neu gestrichen oder wieder sauber verputzt. Das sieht alles etwas vergammelt aus. Aber natürlich ist es schwierig, Altstädte dieser Art in einem gepflegten Zustand zu erhalten. Das kostet viel Geld, das setzt viel Kohle voraus. Und wir haben insgesamt den Eindruck, dass die Elbaner eher nicht zu den reichsten Menschen des Mittelmeervolkes gehören. Und das verwundert uns etwas, denn Elba ist ja nun wirklich eine wunderschöne Insel und mit einem hohen Tourismusaufkommen, vor allen Dingen in den Sommermonaten.